Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich weiß noch nicht, wie ich es nennen werde. Hodi-Erfahrung, Hodi-Test. Meine Erfahrung, ich habe keine Ahnung. Oder keine Ahnung, ich weiß noch nicht, wie ich es nennen werde, werdet ihr ja sehen. Es soll hier eigentlich um meine Erfahrung mit Hodi gehen. Ich habe aber noch nicht alles getestet. Ich werde euch hier links, rechts, oben, unten, irgendwo werde ich dann halt immer ein Bild von dem einblenden, von dem ich gerade erzähle, damit ihr das halt auch besser zuordnen könnt und dass man das dann auch mal so ein bisschen vor Augen hat. Wir werden Energy durchnehmen und wir werden den Eistee durchnehmen. Beim Eistee fehlen mir noch zwei Sorten, die ich nicht probiert habe. Beim Energy um die fünf müssten es sein, die ich noch nicht probiert habe, weil ich mir da noch nie rangetraut habe. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, ich habe mir das nämlich extra mal aufgerufen, die Webseite, so eine Probierpackung zu holen, nur mit Energy und eine Probierpackung Energy, also nur Energy sind 7 fruchtige Sorten, 14 Portionen, also 2 Tüten pro Sorte. Und bei der anderen Probierpackung Energy und Eistee 14 Portionen gratis Versand, also habt ihr praktisch 7-mal Energy und 7-mal Eistee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, also praktisch eine Tüte von jedem, um da mal zu probieren. Ist halt gut, dass für 19,99, dass man mal probieren kann. Ich persönlich würde euch empfehlen, die einzelne Probebox von Energy und die einzelne Probebox von Eistee zu holen. Habt ihr dann halt 2 Tüten von jeder Sorte. Also nicht von jeder Sorte, die angeboten wird im Shop, aber von den Sorten 2 Tüten. Dann könnt ihr euch das, weil von einmal kriegt man nicht so das Feeling dafür. Dann weiß man, okay, schmeckt nicht so oder schmeckt gar nicht. Und dann kann man halt nochmal probieren bei den Sorten, die einem schmecken. Und dann kann man, also finde ich persönlich interessanter, habe ich auch so gemacht. Weil manche Sachen schmecken so im ersten Augenblick, naja, geht so. Und beim zweiten Mal, ja, doch, geht. Kann man öfters. Ja, also kommt halt drauf an. Oder eine Sorte schmeckt gar nicht und dann beim zweiten Mal geht schon. Ist schon also da ist halt, ich finde, von einmal kann man sich kein Geschmacksurteil erlauben. Man muss schon zweimal oder so, 2-3 Mal müsste man schon probieren. So, wie gesagt, ich blende euch hier irgendwo die Tubes dann ein. Ich fange nicht alphabetisch an, ich fange an, wie auf der Webseite die abgebildet sind, und da fangen wir mit dem Bären an. Oder, naja, Lemon Lizard ist ja unten nicht vor, ist ja auch vor R. Ne, ist nicht alphabetisch. Blueberry Bär. Das ist Blaubeere x Kokosnuss. Ich mag Kokosnuss. Aber das war jetzt nicht so, das habe ich jetzt nicht so gefühlt, muss ich sagen. Das war jetzt nicht so mein Geschmack. War ein interessanter Geschmack und mal ist ja okay, aber es ist jetzt nichts, wo ich mir dann halt einen ganzen Bottich davon holen würde und immer wieder. Ja, also das ist für ihn mal so zwischendurch, ist okay, aber jetzt nichts, was ich wiederholen wollen würde. Lemon Lizard, Zitrone x Gurke, habe ich noch nicht probiert, wegen Gurke und Zitrone, ich weiß nicht, also vielleicht ist ja auch irgendwann mal eine Probepackung da, aber da kann ich ehrlich gesagt nichts zu sagen. Strawberry Shark, Erdbeere x Mandarine. Richtig lecker. Das ist mein persönlicher Liebling. Jetzt kam ja auch noch der Apple Alligator dazu. Oder Apple Alligator. Der ist auch ziemlich lecker. Das wird mein zweiter Liebling. Ja, Cobra habe ich ja auch noch. Da kommen wir auch noch dazu. Aber das ist richtig schön. Also Erdbeere, Mandarine, das ist halt nicht sauer. Das ist richtig schön fruchtig. Wenn ein paar Eiswürfel noch mit bei sind. Ich trinke ja immer nur mit stillem Wasser. Aber es schmeckt auch mit Sprudel. Und das ist was man wirklich die ganze Zeit trinken kann. Einfach richtig schön süffig.
richtig lecker vom Geschmack. Richtig, richtig lecker. Und ich weiß, dass es einigen von euch genauso geht, weil wir tauschen uns ja regelmäßig aus in den Videos und das sagt er mir auch, oder in den Streams besser gesagt, und da haben ja schon einige geschrieben, dass Shark wirklich unvergleichlich lecker ist. Der Apfel ist auch richtig geil. Da bezweifle ich aber, dass es, also wie, mit Sprudel ist er nicht ganz so sauer. Ohne Sprudel ist er ziemlich sauer. Und da bezweifle ich, dass für viele das was auf Dauer ist, dass man halt ständig was Saure trinkt. Die meisten wollen ja... Oh, Saure, also mit stillem Wasser kickt das Saure noch viel mehr. Und viele wollen ja eher was Fruchtiges. Aber wenn ihr auf was Saures steht, dann den Apple Alligator. Und wie gesagt, den müsst ihr denn, ist aber jetzt nur mein persönliches Empfinden, ihr müsst den dann ohne Energy, ohne Kohlensäure trinken. Ich habe mit Medium getrunken, wo aber auch schon einige Medium raus war. Und da hat das Saure nicht so gekickt wie mit stillem Wasser. Ist aber jetzt nur mein persönliches Empfinden. Vielleicht, wenn einer von euch das auch getestet hat, kann ja gerne mal ein Feedback dazu geben, ob es bei ihm auch so war. Aber wie gesagt, der Strawberry Shark, der ist auf jeden Fall mein absoluter Liebling. So mein All-Day, also schön fruchtig. Und das ist jetzt mein zweiter, wenn es mal ein bisschen was saurer sein soll, dann zwischendurch um einen schönen sauren Apfel. Richtig geil. Habe ich ja lange darauf gewartet, dass so ein saurer Apfel kommt. Die Flasche finde ich jetzt ehrlich gesagt, also den Becher, also da haben sie sich nicht mit Ruhm bekleckert, muss ich sagen. Wenn ich mir hier den Strawberry Shark jetzt zum Beispiel angucke, ich weiß nicht, ob sie das jetzt hier auf der Webseite schon aktualisiert haben. Ja, da ist überall jetzt ein schwarzer Deckel, auch schwarz mit weiß. Ja, und hier das ist hier der Shark mit blauem Hintergrund und hier die Schrift ist blau. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also da muss ich echt sagen, wenn wir hier die Shaker, haben wir die. Ja. Ist hier denn nicht noch ein alter Shark irgendwie mit bei? Nee, leider nicht. Hier sind sie auch zweifarbig. Hier ist ein schönes Grün. Bei dem Katzenshaker, ja. Und da halt grün-schwarz, ne, ist ja schon mal besser. Oh. New Ice Tea Shaker. Ice Tea Shaker haben sie auch jetzt. Das habe ich hier noch gar nicht gesehen. Aber egal. So, Energy. Also ich finde, Digga, geh mal runter hier. Geh mal runter. Ach, der Weg. Die ganze Zeit kommt er nicht, wenn ich Video mache. Bei Shark gefällt mir das halt praktisch, dass die andere Farben haben. Wartet mal. So, jetzt habe ich mal ein paar Becher geholt. Ich bewahre die nämlich immer auf, ohne den Verschluss. Also der Verschluss ist innen drinne, damit es halt atmen kann und ja, falls da wirklich noch ein bisschen Flüssigkeit drinne sein sollte von der Spülmaschine, die sind doch spülmaschinenfest. So, das ist Shark. Ja, das ist noch jetzt die alte Schrift. Wenn ich jetzt richtig geguckt habe, ja gut, die Becher sind, die Tubes sind ja auch halt oben schwarz, vielleicht auch daran angelehnt, kann möglich sein. Aber wenn ich mir jetzt mit Shaker, da ist jetzt die Schrift hier unten nicht mehr diese Hodi-Schrift, so mit einem blauen O, sondern die ist jetzt komplett blau, wenn es jetzt immer noch so ist wie hier auf den Bildern. So. Und genauso wie bei Cobra. Ja, das ist die Cobra. Lila, grün. Shark, blau, rosa. So. Dann habe ich hier noch einen. Da unten ist er. Die Sorte gibt es aber nicht mehr. Das war nur eine kurze Aktion.
mit dem Butterfly, also irgendwie was mit Schmetterling war, das ist auch so Bubblegum-mäßig gewesen, ein Energy mit Bubblegum-Geschmack. Der hat geil gerochen, aber der Geschmack war jetzt, also den gibt es jetzt nicht mehr, der Geschmack war nicht meins. Und wenn man sich das dann halt so anguckt, ja, hier ist ja auch so die, hier ist ja auch die Schrift so und hier ist halt noch die alte Schrift drauf. Also würde ich sagen, und hier ist rosa der Hai und wie ist es, warte mal, ich muss nochmal gucken. So, jetzt bei dem neuen Becher ist da im Hintergrund blau. Ja, der Shark ist immer noch so drauf, der Hintergrund ist blau, die Umrandung sieht ein bisschen dicker aus und der Schriftzug ist jetzt, vielleicht mache ich euch ein Bild rein, damit ihr das sehen könnt, ja? So. Also, und hier steht Holy Energy und da bei dem neuen steht nur noch Holy. Ja, so hier. Also ich finde, ja gut, den Schriftzug, ja, vereinfachen kann man machen, sieht gut aus. Aber ich finde die farblichen Shaker, die alten, finde ich schöner. Und gerade hier bei Apple hätte man sowas Schönes machen können. Ich habe es in meinem letzten Testvideo ja schon gesagt, Holy, wenn ihr das aufgreifen wollt, könnt ihr gerne machen. Ich will dafür kein Geld, könnt ihr gerne so benutzen, umsetzen, aber wenn ihr den so umsetzt, über einen gratis Shaker würde ich mich freuen. Weil das sieht richtig schön grün aus, wenn das Apfel da drin ist. Warum macht man denn hier oben nicht eine grüne Kappe und den Verschluss braun? Warum braun? Wegen dem Stiel vom Apfel. Grüner Apfel, der Körper, der Deckel und dann halt oben braun für den Stiel. Würde mir persönlich sehr gut gefallen. Und mir fallen sowieso die bunten hier total gut. Ich bin eigentlich nicht so der bunte Typ, muss ich dazu sagen. Aber die Shaker, die älteren, wo jetzt nicht nur schwarz und weiß oben ist, gefallen mir persönlich viel, viel besser. Na, geh doch mal weg, Jatta, du Mensch, weg. Du legst dich nur wieder auf die Tastatur und drückst mir irgendwas. So, aber egal, wir kommen mal zur nächsten Sorte. Peach Panther, Pfirsich Aprikose. War auch interessant, aber ist nicht so meins. Da war mir die Aprikose ein bisschen zu doll. Also ich bin sowieso kein so Aprikosentyp und Pfirsich auch nicht so wirklich. Aber ich habe es halt, diese Probierpackung war mit bei und da habe ich es gekostet. Es ist jetzt nicht, was mich jetzt so kickt, was ich mir jetzt wiederholen würde. Dann Raspberry Raptor. Himbeere Jutsu. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Himbeere Jutsu. Ja. Das ist so eine Art. Ich weiß nicht, was man. Ich hatte mir mal Bilder angeguckt, was eine Jutsu ist, aber ja, kommt so ein bisschen apfelsinmäßig. Das war ein sehr interessanter Geschmack und das hat mir auch persönlich geschmeckt. Kann man sich wirklich öfters mal holen zum Trinken. Ist aber auch nicht mein Favorit. Mein Favorit ist Shark und Apfel und Cobra. Da kommen wir nachher noch dazu. Also das sind meine drei absoluten Favoriten, die ich wirklich regelmäßig trinke und auch trinken kann. Aber so für zwischendurch mal Himbeere Jutsu, also Raspberry Raptor, ist okay. Kann man sich gönnen. Lemon Lizard. Mango x Kiwi. Ist auch eine schöne Mischung, hat mir auch persönlich sehr gut geschmeckt, aber auch nicht so mein All-Day, was ich halt jeden Tag trinken kann. Ja, also mal okay, oder auch ab und zu mal okay, aber halt jetzt nicht so mein Favorit. Aber war auch ausgewogen, war nicht zu sauer, nicht zu süß, also war wirklich eine schöne Mischung, aber halt, ihr wisst ja, man hat ja so seine Vorlieben und bei Shark hätte ich nie gedacht, Erdbeermandarine, dass das meine Vorliebe wird. Kann ich ehrlich so zugeben. War nicht geplant. Ich dachte eigentlich hier Mango x Kiwi. Limonade. Dass das so für mich mein All-Day wird. Rein nur vom optischen Lesen und so. Mango, Kiwi, das ist ja das, was dir auch schmeckt. Dachte ich, das wird mein All-Day. Ist es aber nicht.
ist dann halt Schark geworden. Und Erdbeere, Mandarine. Also, warum? Kann ich euch nicht sagen. Weil es geil schmeckt, klar. Aber hätte ich so in der Zusammenstellung auch nicht gedacht, dass das mein Oldie wird. Bin ich ehrlich. Gorilla Grab, grüne Weintraube, habe ich noch nicht probiert. Tropical Tiger, Ananas X Maracuja. Da habe ich gedacht, uff, ich mag ja keine Ananas. Mir wird schlecht vom Geruch von Ananas. Warum? Keine Ahnung. Ich habe früher Ananas geliebt. Und in meiner ersten eigenen Wohnung, hatte ich einen Hieber auf Ananas. Einen richtigen Hieber auf Ananas. Bin losgezogen und habe mir ein paar Büchsen mit Ananas geholt. Habe Ananas aufgemacht, ist mir schlecht geworden. Dachte ich, oh, vielleicht Anstrengung, weil du so schnell Fahrrad gefahren bist und keine Ahnung, Treppen hochgehechtet, keine Ahnung. Und dann habe ich die Ananas im Mund genommen. Dachte ich, was ist das? Und dann untergeschluckt, ja, und dann kam es aber auch so, wie ich es untergeschluckt habe, wieder raus. Und ich habe es dann noch ein, zwei Mal versucht. Ich komme da nicht mehr ran. Und früher habe ich sie lieb, da Ananas pur oder aus der Büchse oder was weiß ich. Aber seit meiner ersten Wohnung 2001 rum, ich komme da nicht mehr ran. Ich kann es euch aber auch nicht erklären, warum. Es war einfach so. Aber hier muss ich sagen, bei Ananas Maracuja, wo ich gedacht habe, es hat wirklich gut geschmeckt. Ist auch nicht mein All Day geworden, wie gesagt, aber es hat gut geschmeckt. Was ich nicht gedacht hätte. Dann haben wir noch den Piranha. Pomegranate Piranha ist Granatapfel. Habe ich noch nicht probiert, steht aber auf meiner Wunschliste. Dann haben wir noch das Kaktuskamel. Das steht auch auf meiner Wunschliste. Habe ich auch noch nicht probiert. Ist Kaktusfeige. Also ohne irgendwas, ohne Kaktusfeige X noch irgendwas. Nein, nur Kaktusfeige. Oh, da bin ich richtig heiß drauf, muss ich sagen. Auf Granatapfel und auf Kaktusfeige. Eine Kaktusfeige habe ich damals in Shaker gehabt. Der war wirklich gut. Also Sirup, was man im Wasser auflöst. Da bin ich richtig, richtig neugierig. Dann haben wir die Zitruskobra. Das ist halt praktisch hier, die hier. Da gucke ich auch mal nach, haben sich da denn auch die Becher hier gewechselt? Mit, ja, das ist auch der neue Schriftzug. Lila ist geblieben, grüne Kobra ist geblieben und unten der Schriftzug ist dann nicht mehr weiß-grün, sondern ein tiefes Lila, so wie hier oben. So, können wir das nämlich auch schließen. Zitrus und Calamansis. Kenne ich überhaupt nicht, Calamansis. Habe ich auch mal gegoogelt, fragt mich jetzt nicht. Habe ich schon wieder vergessen. Aber das ist ein richtig schöner Geschmack. Also das ist auch schön sauer, kickt so ein bisschen. Der hat mir auch persönlich gefallen. Also praktisch sind das hier meine Lieblinge. Hoppala. Na, komm, halt mal still hier. So, das sind meine drei absoluten Lieblinge. Wobei das hier mein absolutes All-Day ist. Der geht immer. Saugeil. Und Apfel ist ja jetzt dazu gekommen. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Der Zitrus kommt durch und es ist eine richtig schöne, angenehme Säure. Nicht halt so. Nein, richtig schön angenehm. Lässt sich wirklich schön trinken. Dann haben wir Fruity Frog. Das ist Mango X Maracuja X Ananas. Also sind drei Sachen drin. Es ist Mango drin, es ist Maracuja drin und es ist Ananas drin. Habe ich noch nicht probiert. Da kann ich leider gar nichts zu sagen. Ja, dann würde ich sagen, ich mache mal hier kurz. So, dann würde ich sagen, dann kommen wir jetzt zu den Eistees. So,
ich fange wieder von der Webseite aus an oben und werde euch hier wahrscheinlich die Beutel denn einblenden irgendwo oder auf der Seite, ich weiß es nicht. Lemon X Matcha X Mint Green Tea. Habe ich noch nicht probiert, wegen der Limette. Also Limette X Matcha X Minze. Also die Limette und die Minze hält mich so ein bisschen ab. Ich hatte mal die Limette von Vital Body Plus, was man sich so in so eine Wasserflasche einfach so ein Schnapsglas drin machen kann. Kennt ihr ja noch von den alten Videos. Hat gut geschmeckt mit Sprudel. Bei ohne Sprudel geht's so. Aber da hatte ich Lemon und das hat eher so ein bisschen wie Klostein geschmeckt. Oder wie, hat geschmeckt, wie Klostein riecht, wenn er vom Klo irgendwie so Klostein kennt. War jetzt nicht so, das hat mich jetzt seitdem echt abgehalten, deswegen habe ich schlechte Erfahrungen mit gemacht, deswegen bin ich bei Limette momentan immer so, oh. Und die Minze, ich weiß nicht, ob Limette und Minze, ob das so kickt. Werde ich mir vielleicht irgendwann mal holen. Auf jeden Fall ist grüner Tee mit bei, also könnte auch meine Tochter trinken dann. Ja, kostet 27 Euro, die Packung ist für was ist das, für 35 Portionen. Im Gegensatz zum Energy, da ist so eine Packung halt für 50 Portionen. Ja, also wie gesagt, da habe ich noch nicht probiert. Dann Peach Nektarine X Bubble Tea, Black Bubble, bin ich bescheuert. Black Tea. Also es ist Pfirsich und schwarzer Tee. Obwohl hier halt auch Pfirsich X Nektarine steht. Unten steht halt nur Pfirsich und schwarzer Tee. Soll da drin sein. Aber warum da denn X Nektarine noch mit steht, ich habe keine Ahnung. Müsste ich mal nachfragen. Steht auch auf der Verpackung. Pfirsich X Nektarine X Black Tee. Aber unten in der Zusammenfassung steht halt nur Pfirsich und schwarzer Tee. Vielleicht ein Fehler, müsste man mal fragen. Schmeckt so wie der Pfirsich-Eistee. Kennt ihr noch den alten Pfirsich- und Zitronen-Eistee? Von vor über 10 Jahren, was sie bei Penny immer hatten. Ja, kennen viele von euch vielleicht. Das war so ein Standardgeschmack. Also Pfirsich und Zitrone, die haben fast alle gleich geschmeckt. So schmeckt der. So ein bisschen wie der Pfirsich. Also es kann man gut trinken. Wenn ihr Pfirsich steht, definitiv was für euch. Dann kommen wir zu Red Grubs X Hibiskus-Tee. Also rote Traube und Hibiskus-Tee. Dazu habe ich ja das hier dazu gekriegt, weil ich bei der Wood neu kam bestellt habe. Puh, also es ist schwer zu sagen. Also die Rote, es hat seinen eigenen Geschmack. Und den muss man mögen. Also es ist ein sehr interessanter Geschmack. Ich weiß nicht, ob es wegen dem Hibiskus-Tee ist oder die rote Weintraube, ob die das ist. Es schmeckt so ein bisschen wie, ja, wie soll man sagen, Zimt, nee. Als wenn da irgendwie bei noch Kräuter mit drin sind. Ja, also schmeckt wie ein Eistee, beerig, aber halt so, als wenn ein bisschen Kräuter mit drin sind. Und ich meine jetzt nicht Schnaps oder so, nee, Kräuter. Ja, also ist so ein sehr eigener Geschmack, muss man mögen. Ist jetzt nicht mein Favorit, sage ich so wie das ist. Mein Favorit ist Apfel. Absolut Apfel an erster Stelle. Und dann kommen auch noch ein paar andere, da will ich dann am Schluss noch was dazu sagen. So, dann kommen wir zum nächsten. Apple X Green Tee. Ja, da steht auch als erstes Holy Eistee. Apfel X Green Tee. Bei dem hier auch steht. Warum steht hier nicht überall, hier steht nirgendwo Oli-Eistee. Nur bei Apfel und bei Blackberry. Sehr kurios. Apfel ist mein absoluter Favorit. Absolut. Es schmeckt richtig schön
Apfel, also nicht zu, es ist so ein grüner Apfel abgebildet, aber es ist nicht zu sauer, dass sich die Lippen einziehen. Es schmeckt wie ein richtig schön, ja, apfelig. Ja, also hat einen richtig schönen Apfelgeschmack, ohne zu sauer zu sein. Und ist wirklich schön ausgewogen. Kann ich echt nur empfehlen. Also ist mein absoluter Liebling. Ich hatte ja auch, den, wie gesagt, diesen Shisha-Apfel. Der hat dann so wie grün und roten Apfel. Und dann, der hat dann noch so ein bisschen andere Note mit bei. Der war nicht so extrem appelig, aber der ist ein richtig schöner Apfelgeschmack. Also kann ich euch wirklich nur wärmstens empfehlen. Dann kommen wir zu Blackberry X Black Tea. Das ist Brombeere mit schwarzem Tee. Da habe ich mir mehr erhofft, muss ich sagen. Ist aber nicht mein Favorit. Also mittlerweile kann ich es besser trinken, aber ist halt, man soll halt auf 500 Milliliter eine Kappe machen. So wie beim Energy halt auch. Ich habe jetzt rausgefunden, oder beziehungsweise ich habe jetzt so eine 2 Liter Pulle, also 2,2 Liter Pulle, mache da 2 Liter Wasser rein und mache den Scoop mache ich halt nicht voll. Also man soll ja so einen Haufen, so einen vollen Scoop nehmen, ohne Beule, also ohne Berg. Ich mache halt so ein bisschen drunter. Also irgendwie habe ich jetzt so ein Gefühl dafür gekriegt. Es ist schwer zu beschreiben, ich kann euch jetzt nicht eine direkte Menge sagen, aber ich habe halt definitiv keinen kompletten Scoop. Es ist ein bisschen drunter und davon mache ich 4 Stück rein und habe dann halt noch Luft nach oben, wenn es ein bisschen Kraft, weil ich mache ja 2 Liter, wenn es dann immer noch zu kraftvoll ist, noch ein bisschen Wasser nach. Also mit ein bisschen weniger Pulver schmeckt mir das auch relativ okay, aber es ist nicht mein Favorit. Dann haben wir Asaya Hibiskus-Tee. Das ist Asaya und Hibiskus-Tee, so wie oben auch steht. Das ist sau lecker. Asaya kannte ich vorher nicht, musste ich googeln, kommt wohl aus Brasilien. Meine Frau kannte die Asaya, ich kannte sie nicht. Und das ist ein richtig, richtig schöner Geschmack. Schmeckt richtig schön lecker. Ist aber auch nicht was für Dauer. Also das ist für zwischendurch mal. Aber ich habe davon eine ganze Tüte und die werde ich mir auch ab und zu nochmal holen, die Asaya Hibiskus, also Asaya Hibiskus Tee. Apfel sowieso, Apfel ist all day, aber man kann ja nicht immer das gleiche trinken, deswegen habe ich dann halt noch den Asaya Hibiskus Tee, den ich dann ab und zu holen werde, also immer wechselhaft und den was war das, Peach Nektarine X Bubble Tea, Black Tea. Den werde ich mir demnächst auch wiederholen. Und da, also ich habe ein All Day und dann hole ich mir immer mal eine andere Sorte dazu. Das ist dann halt die Asaya und der Pfirsich-Eistee und Raspberry Vanille. Da kommen wir dann nachher noch dazu. Das sind so meine drei, die ich dann halt zwischendurch auch mal trinke. Das ist halt nicht immer nur Apfel. Ja? Und Asaya Hibiskus schmeckt richtig gut. Mango X Passionsfrucht X Black Tea. Habe ich noch nicht probiert, war immer ausverkauft, wenn ich sie geholt habe. War bei den Probepackungen leider auch nicht mit bei. Ist immer noch ausverkauft. Leider. Aber ist sau, sau lecker. Wurde mir jedenfalls gesagt. Ob es so ist, weiß ich nicht. Also einige, mit denen ich mir geschrieben habe, die schwören drauf. So. Dann kommen wir zu Raspberry X Vanille. Das habe ich selber schon probiert, weil ich habe ja, wie gesagt, die Probepackungen geholt. Und dann habe ich mir die Packungen, die mir geschmeckt haben, habe ich dann weggepackt. Habe ich mir dann so einen kleinen Plastikbecher hier hingestellt und habe dann nach und nach durchgetestet. Und immer die geschmeckt haben, in den Plastikbecher. Und beim zweiten durch, und was nicht geschmeckt hat, auf der Seite. Wie das mit, was war das? Blackberry. Ja, das habe ich dann. Aber Blackberry wollte ich halt nochmal eine Chance geben, weil. Ja, keine Ahnung. Weil eigentlich mag ich es ja. Und dann jetzt mit, habe ich mir extra noch eine große Packung gestellt. Nee, Quatsch, ich habe es bestellt, weil es eine komplette Packung war. Also Apfel, Blackberry, das war in der Sale-Aktion. Da habe ich gedacht, naja, wirst du schon deine Mischung finden. Genau.
Und wo waren wir genau? Raspberry Vanille, Himbeere und Vanille. Das hat mir von den Probepackungen her sehr, sehr gut geschmeckt. Wie gesagt, ich habe mir den rübergepackt und dann ist halt daraus geworden, Apfel ist all day und dann Raspberry Vanille, Acai Hibiskus und Peach Nektarine Black Tea. Das sind die drei Sorten, die ich denn dann so zwischendurch immer mal trinke. Also die ich mir dann halt immer mal wieder bestellen werde. Aber Apfel ist absolut all day. Hätte ich auch, muss ich auch dazu sagen, bei Himbeere, Vanille habe ich auch eher gedacht, oh, das ist doch Himbeere, Vanille, das ist doch, das ist doch eher was so für die Weihnachtszeit oder so. Aber überhaupt nicht. Es schmeckt wirklich lecker. Ich habe eigentlich nicht dran gedacht, dass mir das schmeckt. Ja, das ist wieder so ein Ding, wo ich sage, pff, ja gut, ist in der Probepackung drin, testest das mal und dann auf dem, lecker, 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 Schmecker. Also das definitiv. Wir haben so gerade so eine Packung, drei Sorten und eine Glastube, also die, auch hier Becher haben sie immer wieder mal neue. Momentan haben sie auch eine Aktion hier mit, achso, mit Strandtuch ist gar nicht mehr. Jetzt ist wieder mit einem Metallbecher, Eiswürfel, aber das Strandtuch ist raus. Das war mal gratis, das ist raus. Jetzt ist ab 99 Euro ein Metallbecher. Ja, da müsst ihr unbedingt mal gucken, da müsst ihr aufpassen, die haben ab und zu so eine Aktion, wenn du denn halt wie jetzt 33, da hinten steht ja noch mein Paket. Ja, ich hatte ja bestellt, Apfel und, Moment. So, ja, haben mich wieder genervt mit am Telefon. Wollen mir einen Stromtarif aufschwatzen. Ja, jeweils, achso, genau. Da müsst ihr ab und zu mal gucken, die haben ab und zu Aktionen. Wie jetzt zum Beispiel, wo ich das bestellt hatte, Alligator. Ja, da haben sie auch Packungen gehabt mit zwei diesen Plastik-Dingern, also wie so ein, ja, mit Henkel und dann halt Strohhalm. Und Strandtuch und Eiswürfel, also 33 Euro der Becher, 66 Euro Eiswürfel dazu, also praktisch so ein Gummiding, wo man Eiswürfel machen kann. Müsst ihr das Video da gucken, ich werde es euch oben verlinken. Und für 99, ab 99 Euro war halt ein großes Strandtuch mit bei. Und da auf 99 bin ich gekommen. Ich habe ja einmal Apfel bestellt, also hier den Energy Apfel habe ich bestellt. Und dann habe ich ja dreimal Apfel-Eistee bestellt, weil mein Eistee wieder alle war, wie immer mal. Und deswegen habe ich gleich dann halt mehr bestellt, dass ich halt den Monat hinkomme. Und da habe ich das natürlich gleich in Anspruch genommen. Hast du gleich drei Sachen. Das ist auch cool. Ab und zu haben sie auch, gibt es auch so Sale-Aktionen, wo dann halt ein Energy oder halt ein Eistee oder verschiedene Sorten Eistee drin sind, weil, keine Ahnung, muss gerade weg, weil Ablaufdatum bald ist oder keine Ahnung was. Da hatte ich nämlich zugeschlagen mit Apfel und Blackberry. Das war nämlich ein Paket Apfel und Blackberry plus die Shaker, also nicht so eine Shaker, das sind so längliche Shaker. Mit, boah, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Prozent Rabatt, aber ja, normalerweise kosten es 27. Ich war da, glaube ich, pro Portion bei, also pro Packung 21 Euro. Warte mal. Aber nichtsdestotrotz, ich quatsche schon wieder zu viel rum. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären, Träumchen, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wenn ihr Fragen zu den Einzelnen habt, könnt ihr gerne reinposten. Ich werde euch da so gut wie möglich helfen. Also wie gesagt, aber Geschmack ist immer wirklich individuell. Was mir schmeckt, muss nicht euch schmecken. Was euch schmeckt, muss mir nicht schmecken. Wie gesagt, ich habe hier Sachen schmecken gelernt, die mir schmecken. Schmecken gelernt, die mir schmecken, klingt scheiße. Ich habe hier Geschmackskombinationen kennengelernt, wo ich von Anfang an dachte, boah, und dann haben sie mir geschmeckt. Und andere wiederum, wo ich dachte, und, ja, also das ist komplett wild, also das ist ja kurios, sehr kurios. Aber wirklich, wie gesagt, meine All Days habt ihr ja jetzt Apfel als Energy und, also nee, den Shark als Energy und dann für abwechslungsreich, wenn man mal was Saureres haben möchte, den
Alligator und die Cobra ist auch ganz interessant. Und beim Eistee eindeutig der Apple. Das ist mein absolutes All-Day. Der geht immer. Ich muss mal hier nochmal zurück machen, dass ich halt nicht die Namen vertausche. Und für dazwischen drei geile Geschmäcker sind Pete, also ich gehe mal von der Rangfolge lang, vom Schmecken her. Obwohl Acai und Hibiskus und Raspberry Vanille, da weiß ich noch nicht, was davon überwiegt. Das kann ich jetzt so noch nicht sagen. Ich stelle die mal auf eine Stufe und ein Stück drunter kommt dann die Peach Nektarine Black Tea. Bei Mango X-Passionsfrucht kann ich ja noch nicht sagen, wie es schmeckt. Aber das sind so meine drei Favoriten, die so zwischendurch mal. Und absolute Favorit all day ist Apfel und bleibt Apfel. So, aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal, haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.